Yep. Nicht zu glauben. Obwohl Becker weiß, was da auf ihn zukommt oder genauer gesagt, was an ihm vorbeigeht. Er macht die Vorhandseite zu und wieder Rückhand Cross. Und damit 4-6 aus Sicht von Becker. Und Piolin hat wieder Satzball. Der dritte in diesem vierten Satz. Ein Aufschlag noch bei Becker. Fehler. Fight, please. Satzball Nummer 4. Eben dieser Punkt im Tiebreak-Spiel zum 4-4 bei Aufschlag Piolin. Becker einen Angriffsball lang auf die Linie setzt, da nur den Volley reinlegen muss, den Fehler macht. Das wäre das Mini-Break gewesen, vielleicht sogar das Match. Aber vergessen. Eine nicht ganz so dramatische Aufholjagd von Becker in diesem Tiebreak-Spiel wie in dem des dritten Satzes, als 1-6 zurücklag. Aber auch jetzt macht Becker aus 4-6, 1-6 beide, wehrt den vierten Satzball ab. Seitenwechsel. Und noch ein Aufschlag bei Piolin. Thank you. Da haben wir es mal. Frau Barbara mag nicht hinschauen. Umso angespannter Politieri. Aufschlag Becker, Satzball Nummer 5, Piolin. Satzball, Matchball, 7-7. Unglaublich. Blitzschnell diese Schläge von Piolin, ob Rückhand oder wie eben Vorhand. Thank you. 8-7 Piolin, der sechste Satzball. Yeah.
Und das, dieser, das ist ärgerlich für Cedric. Das ist bitter. Und John Frame sagt es, da hat eine Zuschauerin, die nach diesem guten Aufschlag von Fiolin schon in Verzückung hier gerät, ihren Liebling den Fehler machen lassen. Satzball Nummer 7, Aufschlag Becker. Thank you. Thank you. Denn das. Und wieder hat Becker im Tiebreak die Möglichkeit, mit eigenem Aufschlag sich Matchball zu holen. Das war einmal so bei 6 beide im Tiebreak des dritten Satzes. Und das war vor einigen Minuten so bei 7-7. Jetzt steht 9 beide. Und Becker hat noch einen Aufschlag. Wie oft habe ich gesagt, wenn jemand deutlich führt, auch heute entscheidet der letzte Ball. Und er kann anstehen, denn Becker hat Matchball. Aber Fiolin hat Aufschlag. Aus. Setzt mal voraus, dass meine Buchhaltung hier noch stimmt. 8. Satzball für Fiolin, aber Becker schlägt auf. Erinnerung war natürlich langsam wach an 1980. McEnroe gegen Björn Borg. Der klassische Tiebreaker schlechthin. Fehler. Ist es denn zu fassen? Es gibt in dieser Partie noch einen 5. und alles entscheidenden Satz. Und in dem wird es kein Tiebreak geben. Boris Becker hat noch nicht einmal sein Aufschlagspiel verloren in dieser Partie, die jetzt 3 Stunden und 3 Minuten alt ist. Und dennoch gibt es einen 5. Satz. Bis gleich.
Willkommen im Leben, Europa. Tja, wenn Ihr Film nur Pepperoni sieht, dann hat er Tomaten auf den Augen. Kodak Gold, der Klick Farbe. Und das sind die Eindrücke vom Seitenwechsel. Der Seitenwechsel zwischen dem vierten und dem fünften Satz. Einige wenige sind gegangen, aber dieser Einser ist, ich sag's mal, voll besetzt. Fünfter Satz im letzten Viertelfinale. Bei den Herren, der Gegner von Agassi wird gesucht. 15. Becker wieder einmal mehr mit einem abendfüllenden Programm. Im letzten Jahr hier 5 Sätze gegen Andrei Medvedev. Die Partie hat fast 5 Stunden gedauert. 4 Stunden 53 Minuten. Das war das drittlängste Spiel seiner Laufbahn. Jetzt aber 1-0 Becker im 5. Satz. 3 Stunden 6 Minuten gespielt. Hallo? Katrin. Werden Sie aktiv, interaktiv bei Wortknacker. Nehmen Sie alle Worthürden im Eiltempo und gewinnen Sie ein Philips Hi-Fi-System mit DCT im Wert von 5000 Mark. Wortknacker. Mitspielen im RTL-Text auf Seite 500. Von D1 gibt es auch einen Privattarif. Tele D1. Mobiltelefonieren ab 49 Mark im Monat. Wenn Boris Becker ins Halbfinale einziehen sollte, dann wären die ersten 4 der Setzliste auch tatsächlich die letzten 4 hier in diesem Wettbewerb. Die anderen 3 Viertelfinals sind beendet. Halbfinale also Sampras gegen Ivanisevic und Agassi gegen Becker oder Piolin. Ja. Oh,
14, 15. An der Nasenspitze des Netzrichters vorbei. Ja, der muss doch den Kopf da gut wegnehmen. Noch einmal Wecker. Und dann das Hughes. Wecker ist lange Zeit hinten geblieben, war natürlich auch etwas schockiert von diesen Serien von Rückhandpassierschlägen des Franzosen. Zwei verunglückte Schläge. Der Aufschlag nicht sauber und auch der Return von Becker nicht. Das ging noch mal gut für Cedric Violin. 1-1 über Einstand. Volles Risiko bei Violin. Hier mit der Rückhand und hier mit der Vorhand voll durchgezogen. Wieder die Rückhand von Violin, da braut sich etwas zusammen. Zweimal Breakchance jetzt für Violin.
Das war die dritte Breakchance für Piolin insgesamt während der gesamten Partie. Und jetzt folgt Breakpoint Number 4. Verliert Becker in diesem Viertelfinale sein Aufschlagspiel und hat er damit vielleicht schon hier vorentscheidend dieses Match verloren? Na, das kann ja noch heiter werden. Wenn Ihre Stimmung auf dem Nullpunkt ist, weil die alte Gurke nur noch Schritttempo läuft, dabei aber 30 Liter säuft, mieten Sie sich doch einen fahrbaren Untersatz fürs Wochenende. Am besten bei einer Autovermietung, deren Telefonnummer mit 0130 beginnt, wo Anrufen nichts kostet. Unternehmen, mit denen Sie gut fahren, bieten 0130. Absolut Service, null Tarif. Yeah! Die Stone Top! Hautnah in exklusiv das Star-Magazin. Interviews und Backstage zur legendären Voodoo Lounge Tour 95. Die Rolling Stones in exklusiv das Star-Magazin. Am 30. Juli um 19.15 Uhr. Nur bei RTL. Noch ist nichts verloren, aber die Zahlen sprechen für Piolin. 2-1 und Aufschlag im 5. Die Frau übrigens hat ihren Platz verlassen. Er trifft einfach alles. Und wenn es die Linie ist. Piolin muss natürlich mal wieder menschlichere Züge zeigen und Fehler machen. Was er da seit einiger Zeit produziert, ist erste Wahl. Und bei Becker muss man sagen, bei den Big Points ist der 27-Jährige nicht mehr ganz so stark wie noch vor 8, 9, 10 Jahre. Völlig verunglückt, dieser Balkan-Return, der als Angriffsball auch gedacht war. Ja, Becker sollte den Kopf nicht hängen lassen. Liegt nur ein Break zurück. Macht es natürlich jetzt seinem Gegner zu einfach. Erstmal reinspielen. Problemloses Spiel für Piolin zum 3-1. Please, thank you. Ah, Becker nicht mehr so spritzig.
Auch das nichts Neues mehr seit anderthalb Stunden. Spätestens seit dem Verlust des dritten Satzes im Tiebreak. Lässt Becker so ein wenig die Flügel hängen. Vielleicht ist auch nicht mehr drin. Wird ausgegeben. Hoho. Sehr geschickt, sehr fein, gefühlvoll. Dieser Return mit der Rückhand von Violin. Also nach einer Stunde, als er 0-2 Sätze zurücklag und dazu auch noch diese Verletzung wahrscheinlich in der Bauchmuskulatur hatte, da hätte ich nichts mehr auf Violin gesetzt. Aber Becker hat ein bisschen abgebaut und damit seinen Gegner aufgebaut. Thank you.